Matthias Einreicher, Fraktion Die Linke. Wer bringt es uns ein? Herr Kiesling? Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, als wir diesen Antrag gestellt haben, ging in der Stadt die Nachricht um, dass mehrere große Stadtfeste aufgegeben haben. Und wir hatten den Verdacht, und ich glaube, der ist bis jetzt auch erhärtet, dass nicht zuletzt bürokratische Auflagen der Stadt daran schuld sind. Und eigentlich wollten wir die Diskussion noch in die Verwaltung tragen, dem Oberbürgermeister die Chance geben, mit seiner ermöglichenden Verwaltung hier mal durchzugucken, was ist denn an solchen bürokratischen Hürden abzubauen. Der Antrag hat eine Weile gebraucht und es gab auch gar keinen Grund, den zu beschleunigen, weil genau dieses Abbauen von bürokratischen Hürden eigentlich eine immerwährende Aufgabe ist. Das muss man immer wieder neu tun. Das ist nicht mit dem Beschluss weg. Zwischendurch gab es eine Anhörung und diese Anhörung hat eindrucksvoll gezeigt, unter welchen bürokratischen Lasten die Veranstalter von kleinen Straßenfesten, aber auch die kommerziellen Veranstalter leiden. Und ich will es einfach anekdotisch machen, damit Sie verstehen, was ich meine. Wir hatten mal eine Runde beim Bürgermeister, ja, beim Sportbürgermeister, und da war ein großer Veranstalter von Sportevents in der Stadt. Und den habe ich gefragt, weil die Gelegenheit günstig war, sagen Sie mal, ist denn das in anderen Städten auch so, dass Sie so unendlich viele Verkehrsschilder aufstellen müssen, neben Ihren Sportereignissen? Da sagt er, nö, die ist woanders ganz anders. Ja, das habe ich mir gemerkt und das nervt mich schon eine ganze Weile. Und dann dachte ich nach der Anhörung, nachdem die Verwaltung beieinander sitzt und sie alle ihre bürokratischen Dinge nebeneinander legen und ein bisschen grübeln, ob irgendwas vielleicht weggemacht werden könnte von diesem ganzen Zeug, dann verbessere sich was. Aber nein, vor 2 Monaten habe ich aus der Stadtverwaltung, als Teil der Stadtverwaltung den Hilferuf gehört, verdammt, ich will ein kleines Straßenfest veranstalten, einer der Beauftragten, und ich muss jetzt einen Verkehrssachverständigen finden, weil ich in einer Nebenstraße da sozusagen was brauche. Und das hat mich geärgert. Dann habe ich gedacht, gehe ich doch mal der Sache auf den Grund. Und die erste Frage war, warum braucht man den? Was sagt das Amt, was das verlangt? Ja, da gibt es eine Bundesrichtlinie, RSA heißt die, Richtlinie zum Schutz von Arbeitsstellen. Da geht es bei dieser Richtlinie um Folgendes, wenn Sie auf einer Autobahn ein Loch graben, ne, weil da ist was zu machen, da ist irgendwo was kaputt drunter und dann braust der Verkehr vorbei, dann ist in dieser Richtlinie beschrieben, wie Sie das absperren müssen. Da blinkt, da werden dicke Dinger hingestellt, wo das da rumfährt, ganz gewaltig. Und da braucht man vermutlich einen Sachverständigen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber diese Richtlinie gilt überhaupt nicht in der Kommune. Sondern in dem Rundschreiben für diese Richtlinie steht drin, dass man eigentlich hofft, sagt der Bund, dass die oberen Verkehrsbehörden der Länder die auch so anwenden. Und die obere Verkehrsbehörde in Sachsen, die sagt, ja, machen wir, gibt es eine kleine Verwaltungsvorschrift, kann man bei REWOSAG suchen und da steht drin, dass den Kommunen und den Landkreisen empfohlen wird, das auch anzuwenden. Das heißt, dass die RSA in Dresden gilt, können wir selbst entscheiden. Wir hätten es also in der Hand, im Ermessen, bestimmte Dinge dort rauszunehmen. Gut, habe ich gefragt, sagt das zuständige Amt, stimmt. Aber es gibt dann noch eine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Und da steht drin, dass in bestimmten Fällen, nämlich dann, wenn man bestimmte Schilder aufstellt, Einlage 1 zu § 43, dann gilt die RSA trotzdem. Ja? So, also ist, durch die Hintertür soll sie gelten. Habe ich mir auch angeguckt. Nee, stimmt nie. Da steht nämlich drin, sie gilt nur, wenn von der Anlage 1 zu dem § 43 der erste Abschnitt gemacht wird. Ich lese Ihnen mal vor, was der erste Abschnitt ist. Ja, so. Das sind, ich habe es aufgeschlagen, also Sie alle haben einen Führerschein, ich nie, das heißt, Sie kennen die Straßenverkehrsordnung auswendig, ich kenne sie nie auswendig, deswegen muss ich es vorlesen. Das sind also Absperrschranken, Leitbarken als Pfeilbarke oder Schraffenbarke oder Leitschwellen mit Pfeilbarke und Schraffenbarke oder ein Leitbord mit Pfeilbarke und Schraffenbarke oder ein Leitkegel oder eine fahrbare Absperrtafel oder eine fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil. Wenn man das macht, dann gilt RSA. Ja? So. Und nun kann ich mir sicher vorstellen, dass es irgendwo in der Stadt auch mal nötig ist, beim Straßenfest eine Absperr, so ein Absperrding hinzustellen.
Dann gibt es aber noch den Paragraphen 39 in der Straßenverkehrsordnung. Da steht drin, ich sage es mit meinen Worten, weil der Autofahrer in Regel, und vermutlich auch der Motorradfahrer und der Radfahrer, ein vernünftiger Mensch ist und die allgemeinen Regeln kennt. Deswegen stellt bitte Verkehrszeichen nur hin, wenn es unbedingt nötig ist. Wir können mal durch die Stadt gehen, wo das überall gilt, ja? Also wo das beachtet wird, aber es steht drin. Und das wird wiederholt, es wird immer wiederholt. Selbst in der RSA steht ganz unten drin, bitte nur im Notfall was hinstellen. So, und dann war ich bei St. Pieschen. War noch jemand bei St. Pieschen von Ihnen? Und dann stelle ich mir vor, habe ich gesehen, da ist die Oschatzer Straße. Und da steht zur Leipziger Straße so ein rot-weiß geschrägtes Ding. Und dann steht zwischen der Oschatzer Straße und der Bürgerstraße und dann nochmal, stehen wieder solche rot-weißen Dinger, die sind offensichtlich angeordnet. Und dann überlege ich mir, was hat man für ein Bild von einem Autofahrer, wenn man annimmt, dass der die Leipziger Straße langfährt, in der Oschatzer Straße schon die Menschen sieht und dann im Pfeil, vielleicht kann man da so einen blauen Pfeil, wo man nur gerade ausfahren darf, dass er dann sagt, nee, das gilt für mich nicht, ich fahre rechts rein. Ja, so, ich fahre in die Menschenmenge rein, das ist geil, das ist richtig. Ich glaube, den gibt es nie, diesen Autofahrer, außer er macht es mit Absicht, dann hilft aber das rot-weiße Ding nie. Aber nur wegen dieser rot-weißen Barke brauchen die... Die Redezeit ist schon lange drüber. Sie haben es verstanden? Alles ist schon wieder ein Bündnis schießen mit denen, die wollen. Und sagst du, die da ist, sie mich entbürokratisieren, vereinfachen. Hier, die Leute, die sind So, wir kommen jetzt zur Einbringung des interfraktionellen Ersetzungsantrages. Wer möchte das tun? Dann, bitte schön, Frau Filosini. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde jetzt gar keinen Antrag mehr einbringen, weil wir haben ja so einen wunderbaren Beschluss des Kulturausschusses, über den man hier sprechen kann. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das wird jetzt ja wahrscheinlich auch hier meine allerletzte Rede sein. Eileen Mühlbach hat es schon erwähnt, ich wünsche dem neuen Stadtrat wirklich den Geist des Kulturausschusses und ich betone nicht nur dieser Legislatur, das zieht sich schon ganz lange durch. Ich denke da immer noch sehr gerne und natürlich auch bewegt an Christa Müller, die auch immer ganz kollegial darauf geachtet hat, dass wir gemeinsam nach Wegen suchen, Mehrheiten suchen und der Sache wegen gemeinsam dann auch interfraktionell gekämpft haben. Ich glaube, das wäre für den neuen Rat ein ganz gutes Motto. Jetzt komme ich zurück zum Thilo Kießling hat gesagt, ja, die Linke hat damals den Antrag eingebracht. Das war eine gute Idee. Allerdings war sie, wie ihr, glaube ich, dann schon selber erkannt habt, ein bisschen übers Knie gebrochen. Und es war ja auch so nach dem Motto, wir wissen schon alles und wir gießen mal das in den Antrag rein. Deswegen hat der Kulturausschuss damals schon sehr schnell gesagt, wir brauchen da erstmal eine Anhörung, um dann wirklich von den Betroffenen selber, also von den engagierten Organisatorinnen und Organisatoren der vielen und großartigen Stadtteilfeste, die wir haben in dieser Stadt. Und diese Anhörung war ja wirklich mehr als erhellend. Und vieles von dem, was Thilo Kießling gerade ja fast in einer Satire auch vorgetragen hat, ist leider so. Also ich glaube, das wäre auch der Wunsch von mir an die Verwaltung in Zukunft. Wenn es irgendwie alle wollen, die Entbürokratisierung, aber so richtig sehen tue ich die Bemühungen tatsächlich bislang auch noch nicht. Und deshalb, je mehr es gelingt, nur noch an den Stellen, wo es wirklich notwendig ist, wirklich bürokratisch vorzugehen, desto mehr können sich die Bürgerinnen und Bürger und damit auch die Stadtteilfeste wieder
entfalten. Ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen, was wir dann wirklich interfraktionell, also ursprünglich auf Antrag von SPD und Grünen, aber dann beschlossen vom gesamten Kulturausschuss reingegossen haben. Das heißt, wir wollen die Auflagen reduzieren. Die Stadtverwaltung soll auch unterstützend tätig sein. Sie soll transparent machen, welche Auflagen wirklich unbedingt notwendig sind. Sie soll nach unbürokratischen Regeln suchen. Also ein Beispiel, wenn ein Stadtteilfest in einem Kneipenviertel stattfindet, kann man vielleicht tatsächlich mit den Wirten sich verabreden, dass die Menschen auch in die Kneipentoiletten gehen können und hat dann nicht die Auflage, so und so viel Toiletten aufstellen zu müssen. Wir haben uns gemeinsam gewünscht, dass es einen zentralen Ansprechpartner gibt, der für die Anlaufstelle ist für die Veranstalter, der die Ämter koordiniert und der auch überhaupt für die als Anlaufstelle für alles, was im öffentlichen Raum stattfinden soll, zuständig ist. Und einfach eine gute und zielführende Auswertung dieser Anhörung, die da geschehen ist, und zwar nicht nur dann in einem Papier, sondern tatsächlich in Taten, damit wir auch zukünftig wieder diese Stadtteilfeste genießen können, die, glaube ich, und das kann ich sagen, dass ich bin jetzt 31 Jahre in Dresden und ich kenne viele Städte, auch viele Großstädte, aber das ist wirklich was, was Dresden sehr hervorhebt, dieses unglaubliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger auch für ihre Stadtteile und damit auch für ihre Stadtteilfeste. Und das ist was, was es zu erhalten gilt. Und da haben wir, glaube ich, mit dem Kulturausschuss Beschluss, der jetzt zur Grundlage dient, eine gute Grundlage geschaffen, damit das passieren kann. Und ich hoffe, es gibt jetzt hier eine breite Zustimmung. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Freien Wähler, Freie Bürger beginnen. Herr Genschmer, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir unterstützen den Antrag der Linken und auch teilweise den Ergänzungsantrag oder Ersetzungsantrag von Grünen und SPD. Wenn wir mal in die Geschichte zurückgucken, und das sollte uns eigentlich auch wieder in dem Rat verbinden, wenn man so 1990 an die BAN denkt, wenn man an das ersten Prolisser Herbst denkt, die Leute, die das damals alles so ein bisschen initiiert haben, das war alles einfacher und so wie es heute ist, das ist nie alles besser geworden, weil es immer komplizierter wird, irgendwas zu organisieren. Leute, die was machen, kriegen teilweise Steine in den Weg gelegt. Ich habe mit dem SSV Dresden am Lugturm einen Lugturmlauf organisiert. Der Verein hat 5.000 Euro dort bezahlt, damit dort irgendwelche Straßenabsperrungen sind. Das war das erste Jahr nach Corona, wo man wieder will, dass Kinder laufen können. Die haben dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wir machen das nächstes Jahr nicht mehr. Und diese ganzen permanenten neuen Auflagen, die wir am Ende von der Verwaltung kriegen, ich wünsche mir eine Verwaltung, die einfach mal wieder das Machbare durchsetzt, ermöglicht. Es sind in dem Ergänzungsantrag oder Ersetzungsantrag einige Punkte angeführt. Aber teilweise denke ich, auch unsere Punkte, die sind auch schon wieder Bürokratie, wenn wir eine Anlaufstelle schaffen müssen. Ich hoffe mir, dass jemand, der was macht, der muss einen Antrag abgeben und dann muss man gucken, was will der für die Gesellschaft erreichen. Und dann muss ich als Verwaltung oder setze ich als Verwaltung voraus, dass das einfach umgesetzt wird. Wenn man mit den Leuten vom Elbhangfest, mit Dixieland Festival redet, mit Filmnächten, haben wir gestern erst geredet, was die permanent Jahr für Jahr höhere Auflagen kriegen, das nimmt die Motivation, und ich habe das bei der letzten Diskussion genommen, das führt am Ende zu dieser Frustration in der Gesellschaft. Und das geht von links bis rechts, weil
Wenn so ein Stadtteilfest abgesagt wird, weil die Leute sagen, ich mache es einfach nicht mehr, ich kann es nicht mehr, wir machen es alles ehrenamtlich, dann führt das zur Frustration von denen, die dorthin wollen, von denen, die ehrenamtlich was für die Gesellschaft leisten können. Und ich erhoffe mir eine Verwaltung, wie wir es immer wieder sagen, die bürgernah ist, und da gehören eben solche Feste mit dazu. Also, wir werden größtenteils diesen Anträgen zustimmen, und ich hoffe, dass wir dazu kommen, dass wir eine Verwaltung irgendwann mal haben, die ja, am Ende, ich glaube immer, dass die ganzen Beamten nur zu Hause sitzen, dass sie in keine Disco gehen, in keinen Biergarten gehen, zu keinem Fest sehen. Also die wollen es da eigentlich mal erleben. Wir freuen uns, wenn wir im Süden sind und ein buntes Leben in Italien oder Frankreich haben, aber hier soll 22 Uhr zu sein. Und zur EM machen wir auf einmal, da geht alles, wenn du mit der Deutschlandfahne wedeln darfst und Fußball ist und wir hoffen, dass die gewinnen. Da ist alles möglich, aber wenn ich im normalen Sommer mal im Biergarten ein bisschen jodeln will, da musst du schon wieder überlegen, ob die Polizei kommt. Also wie gesagt, lasst uns irgendwo alle ein bisschen das Leben genießen. Und weil ich jetzt gerade vorne bin, alle Kollegen, die wir nie mehr sehen, fraktionsübergreifend, ich wünsche allen, Männer wie Weiber, alles Gute. Und denen, die wir uns wieder sehen, vielleicht wird es die nächste Legislaturperiode etwas entspannter. Okay, dann machen wir weiter. In der Rednerliste wird das Wort FDP gewünscht. Nein. AfD? Auch nie. Dann Frau Fiesene hat ja den Antrag schon eingebracht. Ist nochmal das Wort gewünscht? Nein. Dann CDU-Fraktion Mario Schmidt, bitte. Ich würde nur ganz kurz um Klarstellung bitten, über welchen Antrag wir abstimmen. Weil wir haben eigentlich eine federführende Ausschussfassung, die ist von SB. Und jetzt wurde die ganze Zeit von Kulturausschuss gesprochen, also das wäre dann nochmal zu klären. Ansonsten habe ich keinen Redebedarf. Danke. Okay, aber das kann ich jetzt gleich beantworten. Nach unseren Regeln tun wir einen federführenden Ausschussbericht abstimmen. Das wäre also SB. Okay, gut, dann würden wir den zuerst abstimmen und dann werden wir weiter fortsetzen. Gut, dann Tilo Kiesling nochmal, der neue Beauftragte. Ja, klar. Jetzt, ne? Also, das, was da tierisch klingt, ist ja bierernst gemeint. Wenn eine Verwaltung Richtlinien so extrem gegen diejenigen auslegt, die sie anwenden müssen, am Ende gar Auflagen erlässt, die überhaupt nicht nötig sind, belastet sie all die Menschen, am Ende auch finanziell. Und dann muss ich vorstellen, wenn das stimmt, was ich vermute, dass fast niemand so einen Sachverständigen gebraucht hätte, allen wie viel überflüssiges Geld von Menschen, die hier ein kleines Straßenfest veranstalten, fließen musste hin zu Firmen, die solche Sachverständigen stellen. Also dieser Vorgang heißt eigentlich, dass da ein Amtsversagen in diesem entsprechenden Amt da ist. Und ich bitte, dass sowas auch sehr streng untersucht wird. Und dass wir irgendeine Variante finden, dass jemand, der sich auf der unteren Amtsebene eine neue Sache ausdenkt und sagt, ja hoch oben der Bund ist schuld. Und dann ist es vielleicht gar nicht so, dass der bitte auch in irgendeiner Art und Weise zur Verantwortung gezogen wird. Weil das kann nicht sein. Und da muss, denke ich, der Oberbürgermeister härter durchgreifen oder sich die Möglichkeit schaffen, diese bürokratischen Entartungen irgendwo zurückzuschneiden und zurückzusetzen und sich dort durchzusetzen und es nicht einfach zu dulden und laufen zu lassen. Okay, dann machen wir weiter mit Magnus Hecht, SPD-Fraktion, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Mitstadträtinnen und Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Stadtteilfeste, eigentlich ist mir nicht so richtig zum Feiern zumute, aber heute startet ja wie jedes Jahr der Geburtstag zur Bunten Republik Neustadt. Und insofern fühle ich mich schon berufen, ein paar Worte zum Thema Stadtteilfeste und wie man sie befördern kann, zu sagen. Also wenn man so überlegt, was ist eigentlich ein Stadtteilfest, das lebt halt genau davon, dass alles anders ist. Man tritt aus der Türe und dort, wo normalerweise die Autos fahren, sitzen Menschen auf Bierbänken. Dort, wo eine Kreuzung ist, spielt eine Band. Dort, wo nichts ist, wird Bier verkauft und Bratwurst. Und das ist ja genau der Charakter, dass eben alles anders ist. Und diese Unsicherheit, die damit einhergeht,
wird eben völlig natürlich von der Verwaltung als große Gefahr begriffen, ne, weil irgendwas anders ist als sonst. Und dann haben wir sozusagen die Tendenz, die jetzt beschrieben wurde, dass das immer weiter reglementiert wird aus, sage ich mal, vorwiegend Sicherheitsargumenten heraus. Und davon muss man sich freimachen. Leute, wir werden alle sterben. Es ist so. Du kannst das nicht verhindern. Und man muss auch mal den Mut haben, ein Straßenfest zu machen und mit einem gesunden Menschenverstand sozusagen daran zu gehen und nicht auf dieses Verantwortungs-Sicherheits-Zuständigkeits-Bürokratie-Ding abzustellen. Und ich sage nochmal, warum das eigentlich wichtig ist. Die BRN wurde ja schon angesprochen. Wenn die sozusagen so reguliert worden wäre, schon Anfang der 90er wie heute, dann hätte sie überhaupt nicht diese Wirksamkeit entfalten können. Und die Wirksamkeit von Stadtfesten oder Stadtteilfesten ist unbestritten. Sie geht in zwei Richtungen. Das eine ist, sie hat so eine Art Innenwirkung und sie hat eine Ausstrahlung. Ja, und die Innenwirkung, die ist genauso wichtig wie die Außenwirkung. Das heißt, so ein Stadtteilfest hat eine gewisse Attraktivität. Also gerade wenn es eben überregional sogar bekannt ist, wir haben hier in Dresden, wurde auch schon gesagt, eine ganz tolle Festkultur. Das Elbhangfest, die Bunte Republik Neustadt, aber auch die vielen anderen, St. Pieschen macht sich, ist viel, viel cooler, sage ich mal, als das Pieschener Hafenfest jemals war. Also es entwickelt sich wirklich ganz tolle was und da kommen die Leute aus den anderen Stadtteilen und gucken sich mal an, was die so vor Ort machen und die Leute von außerhalb kommen sogar. Die kommen ja teilweise wegen der Bunten Republik Neustadt, kamen sie ja von ganz außerhalb. Das war die Gelegenheit für Weggezogene noch einmal in ihrer alten WG zu übernachten und mit den alten Studienkolleginnen und Kollegen zu sprechen. Da musste man sich nicht groß verabreden, dass und diese Wirksamkeit von Stadtteilfesten für die Stadt, also zum Beispiel, ich stehe ja heute auch nur hier, weil ich bei der ersten BRN zufällig als Schüler reingestolpert bin und das faszinierend fand, was im Osten alles möglich ist und mir vorgestellt habe, dass ich irgendwann mal nach Dresden ziehe. Jetzt habe ich hier mit meinem Stadtratsmandat die Stadt auch irgendwie durchgespielt, aber jedenfalls So eine Wirkung nach außen hat das und das muss man sozusagen wertschätzen. Das ist wirklich eine riesengroße Chance, die Stadt hat und deswegen muss das unterstützt werden. Wir haben da diesen klugen Ersetzungsantrag formuliert, um den es jetzt auch gleich gehen wird. Der Kulturausschuss ist leider nicht federführend gewesen, nur um das nochmal klarzustellen. Und ich sage mal so, das gilt aber eben auch für die gesamte nächste Wahlperiode, mehr Mut, mehr Offenheit, wir können das nicht alles sozusagen im Griff behalten, denn manchmal gibt es Situationen, da muss man eben gerade mal loslassen und die Sache laufen lassen, so wie eben bei Stadtteilfesten, gucken, was sich daraus entwickelt und dann passiert nämlich auch was Neues. Ja, und weil ich auch nicht weiß, ob ich heute nochmal ans Pult trete, will ich mich verabschieden und bedanke mich bei der gesamten Stadt, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, vom Oberbürgermeister angefangen bis zu den Pförtnerinnen, die immer so nett gegrüßt haben unten und wünsche den Neuen, die da jetzt in Verantwortung sind für nochmal 5 Jahre, dass sie auch mal ein bisschen mutiger sind. Okay, da haben wir die Fraktionsrunde erstmal beendet und würden jetzt in die zweite Runde einsteigen. Herr Aschenbach, dann Herr Laczynski, dann Thorsten Hans. So einig ist sich der Stadtrat selten. Dresdner Straßen- und Stadtteilfeste erhalten. Die Linke will die Stadtteilfeste retten und wer wäre ich, etwas dagegen zu haben. Als Gesamtveranstalter der BRN 23 weiß die Partei, P steht für Party, nur zu gut, wie schwer es ist, trotz der Dresdner Stadtverwaltung ein Fest zu feiern. Die Verwaltung ist es nämlich, vor der die Feste gerettet werden müssen.
So nicht nur der trunkene Eindruck der Partei, sondern auch aller anderen, die aus unterschiedlichen Motiven in dieser Stadt Feste veranstalten. Das und nichts anderes konnte man in der eigens veranstalteten Anhörung erfahren. Eine Stunde lang berichteten IHK, St. Pieschenverein, Schaubodensommer, LKL-Pankfestler und Co. aus ihren ganz unterschiedlichen Perspektiven von einer Verwaltung, die in einem undurchdringlichen Dickicht aus Bürokratie, Zuständigkeiten und Abwehrreflexen mit immer neuen unsinnigen Auflagen und kostenintensiven Aufgaben aufwartet und selbst das Bild eines desorganisierten Apparats abgibt, in dem jedes Amt seine eigene Suppe kocht und erst durch Vermittlung der Festveranstalter überhaupt voneinander erfährt. Von einer, Zitat, Hydra-Verwaltung, der immer neue Köpfe wachsen, war die Rede. Wirklich keiner der Angehörten vermittelte den Eindruck, es nur auch nur ansatzweise mit einer hilfsbereiten und kompetenten Administration zu tun zu haben. Bestenfalls kennt man nach ein paar Jahren die richtigen Leute, um halbwegs unbeschadet durch die bürokratische Genehmigungs- oder besser Verhinderungshölle zu kommen. Also eine Stunde lang ein sich deckendes Bild des Unmuts, einzig gebremst durch die Befürchtung, den Drachen zu erzürnen. Und wie reagierte die Stadtverwaltung? Der zuständige Ordnungsamtsleiter Ralf Lübs, empfiehlt allen mal zu googeln. Denn es gäbe überhaupt kein Problem, die Leute sind einfach zu doof. Die Verwaltung macht nie was falsch, weil die Verwaltung nie was falsch machen darf. Und Schluss. Ich stimme dem interfraktionellen Ersetzungsantrag zu, der den OB mit diversen Aufträgen versieht, die die Lage an der Stadtfestfront verbessern sollen. Dass mir die Aufträge teilweise fragwürdig erscheinen, spielt keine Rolle, denn in dieser arroganten Verwaltung interessiert man sich weder für demokratische Beschlüsse noch für die Feste und Menschen dieser Stadt. Alles nur nervige Plagegeister, die den reibungslosen Ablauf des Verwaltens stören. Dass sich das ändern muss, da ist es ja ausnahmsweise mal der gesamte Stadtrat einig. An Glauben fehlt's mir, aber meine Stimme gebe ich gern. Eine BRN wird's nächstes Jahr so oder so wieder geben, auch ohne oder schlimmstenfalls gegen die Verwaltung. Die Stadt gehört nämlich gar nicht der Stadtverwaltung, sondern den Menschen, die in ihr leben und feiern. Okay, dann machen wir weiter mit Thomas Laczynski. Ja, vielen Dank. Ich würde es gleich vom Platz machen. Ich würde noch vor der Abstimmung eine kurze Auszeit bitten. Okay, dann machen wir weiter mit Thorsten Hans. Ja, ich will auch nur vom Platz kurz eine Frage vor allem an die Verwaltung stellen, weil mir jetzt aufgefallen ist, dass dazu gerade zu den ganz kleinen Straßenfesten sozusagen ja passt, dass wir hier doch mit größerer Mehrheit einen Beschluss gefasst hatten zu temporären Spielstraßen Ermöglichung und deswegen wollte ich die Verwaltung fragen, wie da der Stand ist. Vielleicht noch als Hintergrund, letztens fand das 10. Neukruner Straßenfest statt, das ist quasi einfach von der Nachbarschaft an der Kreuzung dort oder um die Kreuzung jetzt wieder eingerichtet worden in Hofeinfahrten und Gärten. Letztes Jahr wurde das mal auf der Kreuzung gemacht, aber ich habe auch mit denen, die da sich kümmern, geredet. Die haben dann gesagt, die haben das letztes Jahr mal gemacht, auch mit Stadtbezirksmitteln, aber das war alles so kompliziert, also wie gesagt, da gehört ja die Straßensperrung dazu, dass sie darauf dann wieder verzichtet haben und es jetzt wieder nur in die Gärten und Hofeinfahrten verlegt haben. Und deswegen wäre es interessant, den Zwischenstand einfach zu kennen, wie schnell das sozusagen umgesetzt werden kann mit den temporären Spielstraßen und wie man das dann auch öffentlichkeitswirksam vermittelt, sodass eben solche, gerade auch solche Kleinstraßenfeste viel schneller oder öfter vor allem stattfinden. Okay, aber nach kurzer Rücksprache ad hoc können wir es jetzt nicht beantworten, würden es aber dann nochmal nachliefern. Stefan Kühn. Also wir sind ja in intensiver Abstimmung mit den Stadtbezirksamtsleitern, um dort einen pragmatischen Ansatz zu finden, auch was die nötige Absperrtechnik und deren Vorhaltung angeht und auch eben dann die Sicherung dieser Stadtteilfeste, das ist auf einem guten Weg, aber ich würde jetzt vermeiden wollen, sozusagen hier ad hoc eine Wasserstandsmeldung rauszugeben. Der Auftrag ist in Arbeit und es ist auch ein gutes Miteinander mit den Stadtbezirksamtsleitern, die sind sehr konstruktiv. Da geht es auch um diesen Schein, den Stadtrat Kiesling angesprochen hat.
den man einige in den Stadtbezirken auch schon haben. Und wir auch gucken, ob wir dort mit einzelnen, sagen wir mal, Modellversuchen, einzelnen konkreten Straßenzügen eventuell dort beginnen. Aber da bitte ich darum, dass wir das, denke ich, in den dann neu konstruierten Stadtbezirken dann eben auch mal vorstellen und diskutieren. Aber der Arbeitsauftrag ist in Bearbeitung und ich denke, wir werden eine Lösung präsentieren, die der Antragsintention auch entspricht. Okay, dann vor der Auszeit wird das Schlusswort gewünscht. Linke Fraktion, Tilo Kiesling. Schlusswort? Braucht man nicht, okay. Dann bevor wir in die Auszeit gehen, würde ich nochmal bitten, die auch zu nutzen, um sich nochmal kurz zu überlegen, ob wir heute eine Pause brauchen oder nicht. Und dann wird man dann, okay. Gut, dann machen wir jetzt 5 Minuten Auszeit und dann geht's weiter. Dann würden wir weitermachen. Dann haben wir erstmal 2 Wortmeldungen und der Ordnung halber wurde gerade beantragt, dass wir als Abstimmungsgrundlage, das wollen wir dann auch abstimmen, den Ausschussbericht Kultur dann wählen sollen. Aber jetzt machen wir erstmal in der Rednerliste weiter. Thomas Laczynski, dann Mario Schmidt. Ja, vielen Dank. Zunächst mal würde ich mich für Beibehaltung der Pause aussprechen. Bitte? Zunächst mal würde ich mich für Beibehaltung der Pause aussprechen. Okay. Weiterhin hätte ich jetzt beantragt, dass wir ohnehin einen Ersetzungsantrag haben, bei dem wir gerne den Punkt 4 gesondert abstimmen würden. Wenn der eine Mehrheit findet, erübrigt sich ja sowieso, welchen Filter für einen Ausschussbericht wir nehmen. Was aber heißen würde, wenn wir als Abstimmungsgrundlage den Ausschussbericht Kultur nehmen, müsste man mal gucken, wo dort der Punkt dann eingeordnet ist, wenn der extra abgestimmt werden soll. Na? Achso, es ist identisch dann. Okay, gut, okay. Alles klar. Dann Mario Schmidt. Ich wollte ebenfalls eine punktweise Abstimmung beantragen, sofern nicht der federführende Ausschussbericht zur Grundlage gelegt wird. Also wenn nicht der federführende Ausschuss mit Kultur. Federführend ist ja eigentlich der Bauausschuss gewesen und wenn aber jetzt der Kulturausschuss zur Grundlage gelegt wird oder ein anderer Antrag, also der Ersetzungsantrag gegebenenfalls, dann bitte ich um punktweise Abstimmung. Achso, okay. Genau. Gut. Okay, dann gibt es weitere. Frau Fiusene, bitte. Ich präzisiere, wenn es jetzt keine Mehrheit geben sollte, dass der Kulturausschussbericht Grundlage der Abstimmung ist, dann wird der Änderungsantrag natürlich für den ursprünglich federführenden Ausschuss aufrechterhalten und müsste dann auch nochmal separat abgestimmt werden. Ja. Okay. Weitere Anregungen? Dann gehen wir mal ins Abstimmungsverhalten. Und wie beantragt, wurden wir erstmal die Abstimmungsgrundlage abstimmen. Wer dafür ist, dass wir den Ausschussbericht Kultur dafür nutzen, den bin ich jetzt um das Stimmzeichen. Das wäre mit 47 Ja, 10 Nein, 1 Enthaltung so beschlossen. Und dann würden wir jetzt den Kulturausschussbericht punktweise abstimmen, der identisch ist mit dem Ersetzungsantrag. Und deshalb rufe ich zunächst auf Punkt 1. Wer hier seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 48 Ja, 10 Nein, 0 Enthaltung so beschlossen. Ich rufe Punkt 2 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das mit 58 Ja einstimmig so beschlossen. Ich rufe Punkt 3 auf. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen.
ebenfalls 58 Ja-Stimmen einstimmig so beschlossen. Ich rufe Punkt 4 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Der hätte mit 29 keine Mehrheit bekommen und ich rufe auf Punkt 5. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte um das Stimmzeichen. Das wäre ebenfalls mit 58 Ja-Stimmen einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Und was das Thema Pause angeht, ist also mehrheitlich dann die Pause gewünscht. Und wenn wir jetzt rein von der Abfolge angehen, würden wir mal sagen 17.30 Uhr. Okay. Gut, und wir gehen weiter in den Tagesordnungspunkt 27.10 Uhr.